Hallihallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Let's Play Afraid of the Dark 2. Ein Indie-Horrorspiel auf der FPS Creators Engine entstanden und soll gut sein, habe ich gelesen. So, da sind wir in-game. Game Tutorial. Press E to use. Okay. Press letter I to read the objectives of the level. Try it now. Remember, at the beginning of every level, press I to see what to do. Okay, that wasn't so hard, was it? Now complete the tutorial and start the first level. Ah, okay. Hier wird erstmal erklärt, wie es geht. You can use your flashlight by pressing left mouse button. Try it now. Bla 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 bla. Pick up off here. Ach, das kennen wir schon auch von so vielen anderen Spielen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Bla bla, pick up objects, genau. Wir können hier Sachen nehmen und durch die Gegend schmeißen, falls uns die Wut packt. Was öfters mal passiert. Okay, wir starten. So, Dele. Übrigens ist das mein letztes Video im alten Jahr. Morgen ist ja Silvester. Und um die Zeit werde ich wahrscheinlich morgen schon unter dem Tisch liegen. Nein. Auf jeden Fall, das nächste Video gibt's dann wieder am ersten Tag des neuen Jahres. Das aber nur am Rande. So, so lange Korridore finde ich nicht schön. Auch wenn es hier relativ hell ist, ich brauche meine Taschenlampe nicht mal anzumachen, finde ich das nicht so gut hier. Diese monotone Musik, die gefällt mir auch nicht. Hier springt gleich irgendwas, entweder von vorne auf mich zu oder mich von hinten an. Oder kommt was aus der Wand raus, irgendwas passiert. Und je länger nichts passiert, umso schlimmer. Oh Gott, ist das lange. Und dann diese seltsamen Zooms hier. Das bin nicht ich, das ist das gemeine Spiel. Okay, ich renne mal ein bisschen schneller. Muss ich irgendwas... get out of this tunnel fast. Oh ja, Logo. Wer baut denn sowas? Was soll denn das? Sowas baut doch kein Mensch auf der Welt. Sei denn, er heißt Josef Fritzl und kommt aus Österreich. Okay, die Tür. Das war noch recht harmlos. Aber irgendwas in meinem Resthirn hier hinten sagt mir, dass es nicht so bleiben wird. So. Ist hier dunkel. Hallöchen. Was ist das? Eine Spritze, Stethoskop und ein Schraubenzieher, ja. Das Starter-Kit für jeden angehenden Chefarzt. Okay. Barrels. Oh, meine Taschenlampe. Da ist sie wieder. Auch nix. Huah! Testzelle 0001. Das finde ich nicht gut. Ich will nicht in einer Testzelle landen. Ich weiß, was die mit mir vorhaben. Das sieht auch nicht gut aus. Okay, räumen wir mal weg. Da ist ein Durchgang. Schön. Wir sind ganz schön kräftig, ey. Wenn wir diese Riesenküsten hier hochheben können, als wäre es gar nichts. Nicht übel. Okay, crouchen. Mal erstmal die Taschenlampe nehmen und ab geht's. Oh Gott, die Taschenlampe hilft ja mal gar nichts hier. Das scheint ein kleiner Bug zu sein. Wir können das irgendwie nicht ausleuchten. Naja, gut. Rechts, links. Oh, ich gehe rechts. Wenn jetzt hier was kommt, drehe ich durch. Es ist verdächtig still hier. Sowas nennt man Sackgasse. nichts für Klaustrophobie-Patienten hier. Äh,
Aha, okay. Ah ja, okay. Oh, was ist das hier? Ein Fahrrad. Ja, wir sind mit dem Radl da. Aha. Das ist aber ein hübscher Teppich. So, was war in den 70er Jahren mal modern? Was ist das? Goldbarren. Und auf diesen Goldbarren steht ein ganz böses Wort. Das ich euch jetzt nicht sagen muss. Ihr könnt es ja selber lesen. Und Schlüssel! Wo ist denn meine Taschenlampe schon wieder? Ich steck die immer ein. Okay. Reifenpanne. Können wir den wechseln? Nein, natürlich nicht. So, das wird... Hallo? Ruhe! Hallway 0004. Ja, das gefürchtete Treppenhaus 0004. Habe schon viel Schlimmes gehört drüber. Aber zuerst ein Ladebildschirm. Die sind Gott sei Dank nicht lange in diesem Spiel. Das sind wir schon wieder. Eine Rohrleitung. Achso, ich soll ja hier I drücken immer. Follow the pipeline or not. You'll call. PS, save your game. Oh, danke für den Tipp. Das können wir wahrscheinlich mit Escape machen. Genau, save und schwuppdiwupp. Okay. Dann folgen wir mal diesem Rohr. Was? Ha! Fuck you. Das ist extrem ruhig hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Könnten nicht ein paar Geräusche hier sein? So, wenigstens so im Hintergrund. Und je stiller es ist, umso eher ist die Chance, dass gleich was passiert. Wow! Es reicht. Da hat aber einer ganz schön Druck auf der Leitung. Druck auf der Leitung, okay. Ich renne mal ein bisschen schneller, denn das wird mir hier ungemütlich. Oh, ich kann auch springen, cool. Und eine kleine Abkürzung nehmen, aber das... What? You should follow the pipeline, smile. Was? Ich weiß, ich hätte der Leitung folgen sollen. Oh, okay. Gut, na dann. Zum Glück haben wir gespeichert. Zack. Okay, ich... Regel Nummer 1 in diesem Spiel, nicht vom Hauptweg abkommen, bitte. Das kommt nicht sehr gut. Ruhe. Ich werde jetzt keine Abkürzung mehr nehmen, was gar keine Abkürzung war. Aber ich war wieder neugierig. Ah, hör auf damit! Okay. 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 Und hier war eben mein Tod, deswegen gehe ich jetzt brav die Leitung entlang. Schnauze. Jetzt hör doch mal auf damit. Ich finde das nicht nett. Ich bin so neugierig. Nein, ich mach das nicht nochmal. Ich gehe jetzt schön das Rohr entlang. Ganz brav. Ganz... Boah. Ja, ja, du mich auch. Okay. Aber schön, dass das Spiel einem vorher sagt, was man machen soll. Und das ist dann auch richtig. Also das Spiel will einem anscheinend keine Falle stellen. Find a key in these rooms to open final door. Okay. Was ist das hier? Für eine Unordnung? Yep. Okidoki. Zement. Zement. Und so... Ah, du Arsch. Was war das denn jetzt? Was ist das, eine Klobürste? Achso, nee. Eine Schaufel. Sah aus wie eine Klobürste eben. Okay. Da liegt der Schlüssel. Klicke die Klack. Oh, schöne Ledercouch. Hübsch. Hey, die kann ich sogar mitnehmen. Hey, die nehme ich mit nach Hause jetzt.
Oh Mann, ich bin so albern. Dann mal hier lang. Was so? Boah! Konnte sich das Spiel kein echtes Monster leisten, muss es mir ständig hier ein Bild von einem Monster zeigen. Das für ein B-Movie. Okay, das sind Disketten, liebe Kinder. Sowas hat man früher in den Computer gesteckt. Später dann sowas hier, CD-ROMs. Und das ist eine Schale. Das ist ein blauer Kasten. Und das ist auch ein... Das ist, glaube ich, ein Kühlschrank. Sehr interessant. Aber nichts von Bedeutung hier in diesem Räumchen. Hallo! Mann, es reicht! Ja, was ist das? Eine Säge. Ein Fuchsschwanz, genau gesagt. Ein Werkzeugkasten. Pool time! Ach, ich bin so blöd, wirklich. Ach ja! You need to find a key. Hab ich doch schon. Okay, passt. Okidoki. Schön. Läuft ganz gut bisher. Was nun? I? Decide your ending. You only have two options. Live or die. Leben oder sterben. Okay, dann würde ich sagen, speichere ich das Ganze nochmal. Save game. Schwuppliwupp. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Türen. Sieht von hier alles gleich aus. Hinter dieser Tür ist noch eine verschlossene Tür. Ich weiß nicht, eine ist richtig und die anderen sind falsch, nehme ich an. Versuchen wir mal die... Okay, das war... das war die falsche Tür, würde ich mal tippen. Goodie. Dann... Load Game. Da versuche ich doch einfach mal die goldene Mitte. Also... Die hier. Was? Hä? Wie? Hallo? Hallo? Hä? Ich kann nichts mehr machen, komischerweise. Hä? Was ist jetzt? Ich glaube, das... Hey! Herr Daddel hat es wieder geschafft! Spiel gecrashed! Gut, laden wir nochmal. Gut. Auf einen neuen Versuch. Dann gehe ich mal hier rein. Hier ist so ein bisschen hell hier. Das gefällt mir ganz gut. Oh, es war richtig! Hoffentlich. Ist hier... Hallo! Hallo! Ja, komm ins Licht. Ah, ist das schön hier. Hallo? Okay. Ist das hell. I really don't know how to say that. I'll just be straight. You are dead. You were dead from the beginning of this test. You died in a car accident 2 years ago. Your family gave us permission to use your brain for this test. Was hab ich denn für eine doofe Familie? Hirn für Forschungszwecke? Hauptsache es bringt Geld. Everything you encountered by now is a simulation. This means that everything you encountered is not real. Even this conversation is not real. You helped us, scientists, to understand Shadow's behavior. And you helped us to prevent Shadow's spreading. Project Shadow was started by the US Army. The goal was to create a super soldier. They were developing the super soldier for 2 years. Then something happened at the first testing. Test failed and Shadow cells got attached to one of the scientists. His body got deformed and he disappeared. Chaos broke in the lab. Shadow had ability to teleport. He was super strong. He was invincible. He was going around the world and destroying everything on his way. Okay. Klassischer Fall von mal einen schlechten Tag gehabt. Then we created this simulation to help us understand Shadow's behavior. Ich hab mit dem Wort voll Probleme. Behavior. The problem was
We couldn't find somebody dead who is a match to our simulator. Then you died and you were a 100% match. When your family gave us the permission to use you, we started the simulation. You were doing great and we succeed in our goal. We stopped and destroyed Shadow 10 minutes ago. You saved the world. Thank you. Bin ein Guter. Ich bin ein Guter. Selbst nach dem Tod noch. Now we will let you die completely in peace. Go where the yellow light is. Thank you once again. Locked off. Also ich hab nach dem Tod... Mein Gehirn hat nach dem Tod noch was Gutes bewirkt. Ich hab die Welt gerettet und jetzt lassen mich die Wissenschaftler in Frieden sterben. Read the revealing of the story behind this. P.S. If you don't want to read, just go to the yellow light to complete the game. Congratulations! Okay. Ab ins Licht, da hat jemand alles voll gepinkelt hier. Das war's? Schön! Nettes Spiel, das war... Fand ich ganz nett. Doch. Ein bisschen zu einfach, aber ansonsten ein nettes kleines FPS-Creators-Spiel. Wie ich schon am Anfang sagte, war das mein letztes Video im alten Jahr. Ich wünsche euch jetzt allen einen guten Rutsch, treibt's nicht zu bunt morgen und wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter wieder am 1. Januar hier in diesem Theater. Bis dahin, macht's gut, ciao!